Hey ho Schnuckis, willkommen bei einem weiteren Sample Monday. Also ist es so ein bisschen so ein Hybrid, ja, denn es geht heute um eine einzige Marke, nämlich um die Marke Fleur. Und zwar habe ich mir ein Discovery Set geholt, bei Niche Beauty gibt es die. Und ja, was dann weiter passiert ist, seht ihr jetzt in dem Video und wir testen das Discovery Set nochmal in Ruhe zusammen. Und ja, es geht direkt los. Ich wollte im Intro einfach nicht so viel labern. Und zwar habe ich mir von Fleur ein Discovery Set bestellt. Ja, das ist die Marke, die Pleur geschrieben wird. Und wir mussten schon ein bisschen lachen, ne? Die Plörre. Ja, leider nein. Also kann ich euch jetzt schon von vornherein sagen, also Plörre, damit haben wir jetzt nichts zu tun, meiner Meinung nach. Parfums, ja, Geschmackssache, Sachen, die ich eklig finde, findet ihr vielleicht toll und es ist auch voll fein, ja, ist alles gut. Ja, pass auf, ich habe das Discovery Set selbstverständlich schon geschnüffelt, ja, und ich muss aber gestehen, so richtig im Gedächtnis, wo ich genau weiß, was Sache ist, sind mir die beiden und der hier. Und ja, diese beiden ersten, kann ich euch gleich sagen, sind schon in Full Size bei mir. Also das eine ist schon da, das andere ist auf dem Weg zu mir. Und ich fange auch mit den beiden an. Und zwar fange ich an mit Apricot Privé. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich habe das gesehen bei... Ich habe das ausgelutscht. Da kommt nichts mehr raus. Ich muss jetzt echt meinen Originalflakon öffnen, den ich hier stehen habe. Ich habe noch nie daraus gesprüht. Aber ich habe das, die Probe habe ich leer gemacht. Gesehen bei einer anderen Parfum-YouTuberin, die heißt auch Jenny. Und die hatte den gezeigt. Und ich habe so gedacht, nee, da ist irgendwo Oud gelistet. Und ihr wisst ja, Oud und ich, wir können uns gar nicht. Und oh mein Gott, das riecht so geil, Leute. Das riecht wie die kleine, süßere Schwester von, Leute, Bitter Peach. Nein! Ja, nein, ja, nein. Man kann es nicht, ich will jetzt nicht, dass ihr denkt, es riecht wie Bitter Peach, aber es hat schon für mich, wo habe ich es denn? Ich habe es schon mal aufgerufen. Es hat für mich so, es geht für mich irgendwie ein bisschen in die Richtung, aber es ist auch noch süßer und auch würzig und es ist geil. Es ist einfach geil, kann ich euch sagen. Und zwar ist hier drin Aprikose, Kardamom und Pflaume. Und das riecht mal, genau, es riecht mal genau das. Aprikose, Kardamom und Pflaume riecht so am Anfang, bam, voll. Jasmin, Absolu und Pfingstrose kommt dann und Labdanum, Oud, Sandelholz und Tonkabohne in der Basisnote. Und ich muss sagen, ich habe es ja, ihr habt ja gesehen, ich habe die Probe aufgebraucht und habe auch schon die Original, den Originalflakon, da habe ich noch nicht draus gesprüht. Das ist hier gerade das erste Mal. Und ich finde, es wird auch auf der Haut so lecker und süß und cremig und lang anhalten vor allem. Es ist wirklich ein ganz toller Duft. Und ich weiß, wir schweifen ein bisschen ab, weil der Sample Mann, der ist ja eigentlich Sachen testen, die ich noch nicht gerochen habe. Bei dem ist es halt einfach so, für mich ist das absolut geil. Und ich finde auch, ich weiß ja nicht, jetzt habe ich schon wieder weggepackt, den Flakon. Ich zeige euch nochmal den Flakon, auch ziemlich cool. Erstmal hier so ein kleines Schächelchen, sind 50 Milliliter, kosten bei Niche 100 Euro, 99 Euro. Und ja, spricht mich absolut an. Ist auch nicht billo oder so, ne? Also richtig ordentlich schwer, hier so ein Magnetdingens und fühlt sich super an. Also gefällt mir total die Aufmachung von den Düften. Ist auch schwer. Also haben wir es, die haben es immer lustig, wenn die Verpackungen so extra schwer machen. Ne? Also, ja. Weil ich habe nämlich auch ein Bodyspray mir von denen geholt. Und das sieht so ähnlich aus, aber ist halt total leicht. Ne?
komme ich aber auch noch dazu. Und, oh, oh ja, diese Kardamom-Würze, ne? Ich bin jetzt nicht so ein Kardamom-Fan, also, aber diese Würze davon, die kommt so geil raus. Und also ich finde, das gefällt mir extrem. Ich will das eigentlich jetzt hier wieder einpacken, weil ich das so hübsch finde. Guck mal, so sieht die Verpackung aus. Ja, oh, das riecht so gut. Ich glaube auch, dass ich das heute tragen werde. Also das denke ich schon. Kommen wir zum nächsten. Und auch da ist es so, dass es auf dem Weg zu mir ist. Ja. Und zwar, es heißt Not Your Baby. Und das war interessant, weil das ist in der Reihenfolge in dem Discovery Set. Und ich habe halt die beiden gerochen. Und ich dachte mir so, okay, wenn es so weitergeht, dann machte ich dieses Discovery Set arm. Natürlich ist es nicht so weitergegangen, ist klar, aber schon insgesamt sehr positiv weitergegangen. Und dieses Not Your Baby ist wieder eins der Düfte, die ich im Moment total mag. Und zwar so kalt und weiß. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen frische Wäsche, ein bisschen vielleicht. Ich höre immer wieder diesen Begriff Clean Girl Vibes, wisst ihr? Also, Clean Girl finde ich so bizarr, aber ich bin eigentlich immer Clean Girl, bin ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Das ist so richtig blumig. Blumig und kalt und weiß. Hammer. Leute, ist auf dem Weg zu mir, auch hier die Haltbarkeit mega. Liebe, ich finde ich richtig geil. Und zwar ist hier drin Bergamotte, Kardamom, Mimosefeilchen, Vanillemilch. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das wirst du niemals mögen. Aber das hat nicht dieses, wisst ihr, dieses saure Milchding. Mm-mm, überhaupt nicht. Sandelholz und Tonkabohne hält mega auf der Haut, finde ich. Absolut. Hat vielleicht so ein bisschen was von in Richtung hier diesen ganzen Blanche und so weiter, so, ne, dieses frische Wäsche, aber nicht dieses, zum Beispiel Sarko hat ja dieses, wie heißt das, Muse, dieses, was so schneidend ist, oh. Also entschuldigt bitte, ich weiß, viele mögen das, also ich muss mich mal zusammenreißen, bei mir ist das so, bei so Düften, die ich halt. Es gibt halt Düfte, die finde ich ganz furchtbar. Den zum Beispiel, ich finde, der brennt richtig im Gesicht, ne? Finde ich jetzt. Und der ist so was dazwischen mit Blumen dabei und oh, riecht der gut. Ja, also er ist Traum, ein absoluter Traum. Und jetzt kommen die anderen, an die ich mich gar nicht mehr wirklich erinnere, ja? Wir machen erst das, was ich noch habe, dieses Body Spray. Das habe ich mir nämlich auf blauen Dunst. Das war nicht so teuer und ich habe gedacht, ach weißt du, Vanilla Skin, kaufst dir. Wobei da auch Oud drin ist. Auch hier ist Oud drin. Offensichtlich kann Fleur es gut zu verblenden, dass man es nicht eklig findet. Und das hier, also ich habe kein Vanille-Bodyspray, kein reines. Und das ist ein reines. Also das hier ist, guck mal ganz kurz die Noten. Das ist voll witzig, weil ich sage, es ist ein reines Vanille-Bodyspray. Und was hier alles drin ist, Leute. Pinker Apfel, rosa Pfeffer, Zucker. Mag sein. Zucker, ja. Jasmin, Kaschmirholz und Lilie. Benzoeut, Sandelholz und Vanille. Also für mich ist das richtig Vanille. Und das hatte ich neulich auch drauf. Und das hält sehr schön. Es ist natürlich ein Bodyspray. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, es ist halt ein Bodyspray. Es hält ja nicht forever auf deiner Haut. Man nimmt schon wahr. Ich wünschte, Fleur würde davon ein Parfum rausbringen. Ich würde es mir kaufen. Weil es ein unheimlich angenehmer, schöner Vanilleduft ist. Und wäre ich jetzt wieder in meiner Vanillephase, die ich letztes Jahr
Ende des Jahres hätte, dann würde ich das nur tragen. Ich finde, man kann es toll mit anderen Sachen kombinieren. Also ich hatte es jetzt schon drauf. Womit habe ich es denn neulich kombiniert? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall gut. Also es ist etwas, was man super schön duschen, eincremen, dann das so bam, bam, bam und dann nochmal ein Parfum dazu. Also zum Beispiel stelle ich mir hier ganz viele Düfte drauf toll vor. Also ich glaube, es gibt zwei Größen. Ne? Ich habe hier die 90 Milliliter sind das, also reicht erstmal, ne? Und ich finde auch hier, ihr wisst, also wirklich, wenn, es gibt ja immer die YouTuber oder YouTuberinnen oder Duftleute, die sagen, ja Jenny, da ist Oud drin, aber das riechst du nicht und das wird dir trotzdem gefallen. Bisher war das immer nicht der Fall. Und hier ist es so bei dem Aprikot. Oh, wie das, ey Leute, das ist so geil, das Parfum, ehrlich jetzt mal. Bei dem Aprikot und auch bei dem Vanilla Skin, da ist bei beiden ist Oud drin und bei keinem nehme ich das überhaupt wahr oder sage, vielleicht ist es ja das Geile, was da drin ist, wer weiß. Und aber bei keinem von dem ist es so, dass ich sagen würde, ich rieche das oder so, sondern es ist beides Hammer. Es ist toll, richtig toll. Also die beiden haben mich schon mal richtig überzeugt. Ich hoffe ja, dass die Marke noch zu Sephora oder sowas kommt. Auch das Not Your Baby, das ist, doch, ich würde das klassisch als frische Wäscheparfum abstempeln. Und es ist toll, ganz toll. Auch die, wie gesagt, die Haltbarkeit und so weiter. So, pass auf, wir machen jetzt weiter mit den Düften, die ich, an die ich mich nicht erinnern kann. So, das nächste Parfum heißt Lost Chance oder Cause. Ich erinnere mich nicht daran, was es war. Das ist ganz gut, weil ich, also an ein paar hier drin, die sind mir sehr im Gedächtnis geblieben. Das ist frisch. Ich würde sagen eher aquatisch oder so und na, aquatisch nicht. Es ist frisch, es ist grün, aber nicht grasgrün, sondern frischgrün und könnte ich mir gut vorstellen an meinem Mann. So. Der mag nämlich auch nicht so schwere Düfte, sondern der mag gar nicht gern Parfum. Und ich wünschte mir immer, er würde welches tragen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass er das tragen würde. Lost. Warte. Lost Cause. Mhm. Frisch, blumig, fruchtig, süß, pudrig wird das beschrieben. Apfel. Italienische Bergamotte. Rhabarber und schwarze Johannisbeerblatt. Also kein Apfel für mich, kein Rhabarber. Fräse, Jasmin und Weinglöckchen? Okay, Jenny, du solltest, ich trinke überhaupt keinen Wein, also vergiss es. Fräsie, Jasmin und Maiglöckchen. Ich war, wisst ihr, bei meinem Mann, da ist nämlich der Wein. Ambra, Iris Concentrate, Mate Absolu und Vanilleorchidee. Es riecht für mich sehr frisch, aber ich kann nichts davon irgendwie rausriechen, differenzieren oder irgendetwas in der Art. Okay, lassen wir es mal einen Moment liegen. Vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ne? Manchmal braucht man ja ein bisschen, bis man irgendwas rausriecht. Ne? Aber da rieche ich jetzt einfach frisch. Es riecht nett, angenehm. Nichts, was mich jetzt irgendwie umhauen würde, für mich persönlich. Das nächste heißt Father. Father. Figure. Ich glaube, das war so ein grünlicher Flakon. Ich rieche gar nichts. Hi, come on, please.
Puh, Alkohol. Warte, ich muss erstmal ein bisschen, ne? Huschi, huschi, huschi. Huschi, 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 auch nicht schlecht. Meint mein feines Näschen hier Iris rauszuriechen? A little bit? Hm. Es riecht überhaupt nicht nach einem Father, finde ich. Also, mein Papa riecht nach Jubom in meinem Kopf. Aber mittlerweile hat er, wir haben ihm zu, letztes Jahr haben wir ihm, glaube ich, von YSL dieses Y Intense. Heftig riecht das geil bei ihm. Und mein Papa macht das interessant. Also, weil ich zu ihm gesagt habe, ey, die Düfte, wie die an dir halten, das ist unnormal. Der macht das, wenn er nichts anhat, hat er mir gesagt, macht er es auf die Handgelenke und macht dann so. Oder macht er es hier drauf und macht dann so. Eins von beiden. Also er macht quasi Brust und Handgelenke. Das ist der, wo Feige drin war. Lass mich mal gucken. So sieht der Flakon aus. Gefällt mir, spricht mich irgendwie an, diese Farbe. Und da ist drin Feige, schwarze Johannisbeerknospe und Seerose in der Kopfnote. Und das kommt auch, aber nicht so dolle Feige, finde ich. Aber leicht, aber geil. Aber geil. Und ja, Iris, Wurzel und Jasmin in der Herznote ist jetzt nicht so usch, Iris, aber schon. Schon. Also ich habe es gleich rausgerochen. Patchouli, Moschus, Sandelholz und Vanille. Und er ist extrem frisch. Also der gefällt mir auch wirklich extrem gut. Kann ich nicht anders sagen. Es ist leider auch sehr lecker. Als nächstes kommt einer, der ist krass. Also der heißt Tangerine Boy. Tangerine Boy, nicht Tambourine, sondern Tangerine. Und der sprüht gar nicht, aber der ist noch voll. Er hat wahrscheinlich einfach nur, es sind nicht, also das Discovery Set ist auch vom Preis voll in Ordnung, aber es ist auch, sind keine hochwertigen. Es kriegt nichts raus, Leute. Keine hochwertigen Sprüher, wie ihr seht. Jetzt, ich muss immer drehen, ein Stück drehen. Und dann kommt ein kleiner Sprüher. Okay, also das kann man eigentlich vergessen. Das ist sehr schade, muss man sagen. Aber es reicht auch, um daran zu riechen. Tangerine, eindeutig heftigste orangene Frucht. Ja, also ganz, ganz, ganz stark orangig. Leck, also ich krieg gleich so, ne, wisst ihr, ne? Schade, dass der Sprühaufsatz da gar nicht geht. Ja. Ingwer, schwarzer Pfeffer, Zitrone, Tangerine, Apfel, Jasmin, Amber und Moos. Also wenn ihr wirklich so einen richtig orangenen Duft haben wollt, dann ist es der. Der ist sowas von orangen. Mag ich, würde ich nie tragen. Also ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich würde den tragen. Stelle ich mir vielleicht, nee, ich weiß nicht, an wen ich kann mir gar keinen vorstellen, an dem ich mir das vorstellen kann. Ist eher so wie so ein frischer Drink im Sommer oder ein Eis. So stelle ich mir das vor, aber als Parfum kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwer trägt. Ein bisschen wie Capri-Eis, so, ne? In die Richtung. Also es riecht schön, aber als Parfum für mich absolut ungeeignet. Dann haben wir, das habe ich auch zumindest im Kopf, dass es mir gefallen hat. Ich weiß aber nicht mehr, Solar Power. Das war, glaube ich, so, ich glaube, da war Neroli drin. Hat mir trotzdem gefallen. Ihr wisst ja, Neroli ist jetzt nicht, ist nicht so Neroli, das ist nicht wie bei Leder oder so, wo ich sage, oder so, ne? Ja, aber es riecht man eindeutig raus, aber es riecht auch total nach Meer und Sonnencreme.
Und Neroli. Es ist schön. Wirklich, es ist schön. Also, es erinnert mich an irgendwas. Woran erinnert es mich? Lass mich mal nachdenken. Lass mich mal nachdenken. Es hat schon dieses 4711 Kölnisch Wasser Idee in die Richtung. Schon, finde ich. Und es riecht nach 4711 ein bisschen, also nicht volle Kanne, aber so ein bisschen und Sonnencreme. Und es hatte, glaube ich, ich muss noch mal gucken in die Beschreibung, da war auch, ja, Meersalz. Genau, also Kopfnote, Bergamotte, italienische, rote Mandarine und Jasmin. Ja, Jasmin, hätte ich jetzt nicht sofort rausgerochen, aber wo es jetzt steht, würde ich sagen, ja. Neroli, oh mein Lippenstift, alles am Dings hier. Neroli, Orangenblüte in der Herznote und dann Meersalz, Moschus und Treibholz in der Basisnote. Ja, es hat schon Sonnencreme-Vibes, auf jeden Fall. Und es gefällt mir auch sehr gut. Also es ist auch tatsächlich eins, wo ich sagen würde, ich würde jetzt nicht unbedingt Nein sagen, wenn ich das auf einmal hätte, ja. Fleur, du und ich, die haben auch gerade eine Menge neu, also, ne? So, dann kommen wir zu einem, was mir im Gedächtnis auch geblieben ist. Die beiden letzten sind mir auch im Gedächtnis geblieben, nicht wegen spezieller Duftnoten, sondern dieses hier, Missing Person, weil ich rieche nichts. Es riecht nach nichts. Doch, also minimal vielleicht so Moschus und das war's. Oder so, ne? Also weiß. Aber so leicht, dass es etwas ist, was, wo ich sicher bin, dass wenn das jemand trägt oder wenn ich das trage, dann nimmt das keiner wahr. Ich nicht, die anderen nicht, keiner. Ich hatte das dann auch mal, weil ich zuerst gedacht habe, oh, das ist halt einfach neutral, mal aufgesprüht. Es ist, ne, piu, wisst ihr, es ist piu, nix, Missing Person heißt das. Und das da drin ist Moschus, Jasmin und Bergamotte, Neroli, Orangenblüte und Alpenveilchen in der Herznote. Weißer Moschus, Sandelholz und helle Hölzer in der Basisnote und genauso ist es. Es ist sehr hell. Wisst ihr? Aber ohne wie helle Blüten kalt zu sein oder weiß zu sein wie weiße Wäsche, sondern hier ist es zum Beispiel auch nicht so, dass ich diese Neroli-Note irgendwie rausrieche oder irgendwas anderes. Es ist für mich wirklich sehr neutral, einfach irgendwie neutral. Nicht schlecht, aber neutral. Ja, also nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, haut mich irgendwie um. Und dann kommen wir zum letzten und der letzte ist Somebody Would und ich glaube, das war der einzige aus dieser Reihe hier, der mir wirklich gar nicht gefallen hat. Wo es mir wirklich, diese Sprüher, die sind schlimm. Also, ist ja schön, dass Discovery Set, nee, ich sag nichts, die Discovery Sets sollen lieber günstig sein und haben beschissene Sprüher. Uff, warte, nee. Mögen bestimmt viele. Das ist so voll interessant, weil diese Noten, die hier sind, Bergamotte und Zitrone, nein. Braun riecht das hier. Braun. Wisst ihr so? Alpenveilchen, Jasmin und Safran in der Herznote.
Amber, Moos, Moschus, Sandelholz, Vanille und Zedernholz in der Kopf, in der Basisnote. Und warum riecht es dann so? Ich kann es eher. Entschuldigung. So dick und intensiv und braun und. Nee, also. Mir gefällt das gar nicht. Und ich kann auch nichts davon, was da auf in diesen Duftnoten beschrieben ist. Nichts davon rieche ich. Wahrscheinlich ist es vielleicht das Safran, was so penetrant ist, aber. Und es riecht halt so. Es riecht muffig und. Das gefällt mir gar nicht. Ich will auch nicht weiter dran riechen. So. Ganz einfach. Gehen wir nochmal unsere Stäbchen durch. Apricot Privé. Und jetzt riecht das so lecker nach. Es ist ja Aprikose, aber trotzdem riecht es wie so ein Pfirsich-Creme-Dessert. Wisst ihr, so. Oh, so lecker. So eine fluffige Creme, die so. Als würde man sich so mit so einer fluffigen Creme einreiben und nebenbei dran rumschlecken. Wisst ihr, so riecht das. Wirklich toll. Und es ist ja jetzt hier auch nichts Neues für mich und ich brauche es auch nicht irgendwo aufsprühen, weil wie gesagt, ich habe es. Ich glaube, ich werde es heute auch tragen. Und ich weiß auch, dass die Haltbarkeit richtig gut ist. Also, es ist wirklich ein ganz tolles Parfum. Ganz toll. Also, große Empfehlung von mir, Leute. Wirklich. Das gleiche gilt für das Not Your Baby, heißt es. Not Your Baby. Das erinnert mich an irgendwas. Es erinnert mich schon an irgendein Parfum, was ich auch schon habe. Also ist jetzt kein ganz neuer Duft. Aber das riecht so angenehm, auch im Verlauf des Tages. Das habe ich ja schon auch. Ich habe es noch nicht hier, aber bestellt habe ich es. Weiß und blütig und rein und frisch gewaschen. Weiß und blütig und rein, alles, was ich nicht bin. Aber so riecht. Irgendwie wahrscheinlich nicht unbedingt ein Parfum, wo ihr jetzt sagen würdet, ja, das passt total gut zu dir jetzt so optisch. Ich wäre es. Bei mir würde eher das Drecksbraun passen. Ne? Nein. Ah, schön. Ja, also wie gesagt, die beiden, ne? Habe ich mir schon geholt. Als nächstes hatten wir hier Lost Cause. Einfach nur frisch. Nett. Frisch und grün. Aber jetzt könnte vielleicht sogar dieser Apfel da drin irgendwie ein bisschen rauskommen. Aber es ist nichts. Riecht mir ein bisschen zu 90er Jahre junge Teenager haben das. Männer drauf. Also Lost Cause ist nicht so meins. Jetzt kommen wir nochmal zu Father Figure. Ja, und jetzt riecht man auch diese cremige Feige da so ein bisschen raus und das mag ich. Also das würde ich auch nochmal, würde ich jetzt auch nochmal sprühen auf mich. Hier habe ich noch nichts. Ich habe nämlich heute schon ein Parfum-Video gedreht. Ich habe schon auf den Händen ein Trussardi-Duft und Kryptonit. Da war ich in dem Video, wenn ihr das gesehen habt, extrem. Ich dachte so, oh, das ist geil. Das, was so nach Mandel roch. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Es ist fast weg, leider. Also es ist leider, hat sich jetzt. Man hat zwar immer noch Mandel, aber es ist nicht mehr so spektakulär wie am Anfang. Fatherfigure ist, wir gucken mal, wie sich das gleich verhält. Aber das ist wie in meiner ersten Idee, fühlt es sich sehr. Zuerst, eben gerade, habe ich gedacht, okay, das ist überhaupt nicht Fatherfigure. Aber das hatte ich beim ersten Mal testen auch, ich habe das ja, wie gesagt, die schon mal gerochen. Da hatte ich auch dazu wirklich tatsächlich eine männliche Assoziation. Also. Und das habe ich jetzt hier wieder auch auf meiner Hand. Das ist auf dem Stäbchen war es jetzt gerade ganz anders. Deshalb war ich auch eben so ein bisschen irritiert. Aber auf meinem Arm ist es schon eindeutig ein leckerer Duft für einen Mann, finde ich. Sehr angenehm, sehr. Also, ihr wisst ja, Männer und Frauen, ihr könnt alle tragen, was ihr wollt, ne? Ist klar, aber es ist ja trotzdem so, dass ich sage, das hier
würde ich eher, vielleicht Not Your Baby fände ich jetzt an meinem Mann zum Beispiel irgendwie, würde mich nicht so anmachen. Aber dieses Faserfeger ja schon. Schön. Ah, hier unser Tangerine Boy ist das hier eindeutig zu erkennen. Und es bleibt auch einfach heftig, wie so ein frisches Getränk mit ganz viel Orange, bisschen bitter auch, so, ne? Lecker. Also ich würde das sehr gerne haben als Erfrischungsgetränk mit schönen Eiswürfeln, Strohhalm, schönes Glas, warm draußen und der Tangerine Boy wedelt mir frische Luft zu. Oder die Father Figure lieber. Na, ihr wisst, was ich meine. So, also, ja. Wenn ihr sagt, ich wollte schon immer so einen Orangenparfum haben, dann gib ihm. Sonnencreme. Sehr schön. Sonnencreme. Solar Power kommt jetzt hier noch drauf. Wie war das auf meinem Arm? Ich glaube, ich hatte das schon auf dem Arm und es war sofort vom... ich mochte das gerne, aber es war, glaube ich, auch Haltbarkeit nicht so mega. Dann habe ich hier Missing Person, das, was nach nichts riecht. Es riecht auch jetzt weiter nach nichts. Komm, was soll der Geiz? Es riecht ja nach nichts, ich kann es ja mal aufsprühen, ne? Ist ja egal. Wir haben ja schon ein paar Parfums. Wie wenn ich bei der Parfümerie Liebe war, da habe ich auch an jeder Ecke des Körpers irgendeinen Duft. Also Solar Power ist hier eindeutig wieder Neroli gerade am Start. Aber ich finde, es geht ein bisschen weg und wird dann nach Sonnencreme. Und Missing Person ist einfach so krass, weil es riecht an mir nach nichts. Nichts. Nix. Ja, wenn ich so mache, dann rieche ich das hier. Aber das, was da ist, rieche ich nicht. Faserfeger wird so schön cremig. Ja, und dann haben wir ja zuletzt dieses... Boah, das ist... Nee, das gar nicht. Passt auch gar nicht hier rein, finde ich, dieses Somebody Would. Weil ich finde, alle riechen angenehm und alle riechen so gefällig, dass man sich denkt, oh ja, das könnten viele Menschen mögen. Aber dieses Somebody Would, also nicht Would, sondern Wood wie Holz, das gefällt mir gar nicht. Also das ist gar nicht meins. Missing Person zeigt sich nicht. Falls sich das ändert, schreibe ich das hier rein. Solar Power gefällt mir nach wie vor ziemlich gut. Und werde ich jetzt nochmal testen, auch die nächste Zeit, was die Haltbarkeit angeht. Und Faserfeger gefällt mir auch wirklich gut. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Parfum für mich persönlich wäre. Das gefällt mir sehr gut und ich würde... Ja, normalerweise verschenke ich ja, will ich die Sachen ja alle in meine Verschenke-Dingens machen. Verlosungsdings. Bei dem Set bin ich mir noch nicht 100% sicher, ob ich das nicht gesondert vielleicht sogar verlose. Weil ich finde es einfach so schön. Ich könnte dann hier von den beiden, die ja fast leer sind, nochmal eine Abfüllung dazu machen. Das werde ich mal sehen, ob ich das vielleicht einfach... verlose oder verschenke. Mal sehen. Mal sehen. Ich werde euch informieren, was das angeht. Und jetzt rieche ich nochmal abschließend an Father Figure. Finde ich schön, aber glaube ich nicht für mich. Aber auch das könnte ich mir gut an meinem Mann vorstellen. Der ja kein Parfum trägt. Und das Solar Power ist Sonnencreme. Und Missing Person ist weg. So. Wie ist denn hier Vanille geworden auf dem Stäbchen? Es ist einfach vanillig hier, das Dingens. Body Spray. Ja, das war die Marke Fleur, die ich euch unbedingt vorstellen wollte und mit euch die Sample einmal durchschnüffeln. Es gibt auch zwei neue, glaube ich, die hier noch nicht im Discovery Set drin waren, die will ich auch auf jeden Fall riechen. Also
Ich finde die Marke interessant, durchaus interessant. Also ich habe selten ein Discovery Set gehabt, wo ich 7 von 8 Düften ganz nett fand und 2 sofort gekauft habe. Also das hatte ich so noch nicht. Ne? Von daher muss ich schon sagen, es ist voll mein Vibe, mein Geschmack. Und finde auch, ich glaube, das Discovery Set hat um die 30 Euro gekostet, was ich auch wirklich in Ordnung finde, muss ich sagen. Und ich finde, viel mehr Marken sollten das machen. Ich denke, wenn viel mehr Marken das machen würden, so recht günstige Discovery Sets rausbringen würden, würden sie vielleicht am Ende doch 1 oder 2 Düfte mehr verkaufen, als wenn sie es nicht machen, weil die Leute müssen das Zeug ja irgendwo riechen. Man kann sich das ja nicht alles blind bestellen. Also, guck mal, ich habe hier jetzt alle drauf. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Erzählt mal, kanntet ihr die Marke oder dachtet ihr, oh Gott, Jenny, was zeigst du uns jetzt da wieder? Das würde mich interessieren. Und wenn ja, habt ihr davon was? Es gibt ja auch noch mehr Düfte jetzt außerhalb dieses Discovery Sets. Berichtet mal. Berichtet mal und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.